In der Uckermark, von Reisenden auch liebevoll Toskana des Nordens genannt, liegt die Stadt Tempin. So, interessant ist bei der Stadtmauer die Konstruktionsgeschichte. Wir sehen hier, dass die Stadtmauer in Schichten leicht ansteigend hergestellt wurde. Die Steine kommen aus der Umgebung, aus dem Umfeld, sind die zusammengesammelt und eigentlich Relikte der Steinzeit. Unsere Stadtmauer ist 1735 Meter lang, zwischen 8 und 10 Meter oder zwischen 6 und 8 Metern über der Erde, gut 2 Meter unter der Erde, sodass wir sagen können, sie ist ungefähr 10 Meter im Mittel und über einen Meter breit. Das heißt also, es sind ungefähr 18.000 oder 20.000 Kubikmeter Gestein, die hier von den damals Lebenden zusammengetragen wurden. Als Bauzeit für die Stadtmauer spricht man so von der Zeit 1305 bis etwa 1350. Das heißt also, die Stadtgemeinde war in der Lage, innerhalb von 40 Jahren 60.000 Tonnen Material zu bewegen, um baulich hier herzustellen. In der Tempiner Stadtmauer sind drei Stadttore, das Berliner Tor, das Mühlentor und das Prenzlauer Tor. Diese Tore sind in ihrer jetzigen Gestalt so um 1400, 1450 vielleicht fertiggestellt worden und sind natürlich aufgrund ihres hohen Alters als Bauwerke auch oder ein bisschen mit Vorsicht zu benutzen. In den 70er Jahren war das Berliner Tor so weit gewesen, dass es echte Einsturzgefahr bestand und es wurden dann bestandssichernde Maßnahmen. Das heißt also, Anker wurden eingezogen, die heute noch drinnen sind und die Verkehrsberuhigung wurde durchgeführt. Das heißt, das Tor wurde für jeglichen Verkehr gesperrt. Und aufgrund dieser Maßnahmen haben wir zu verzeichnen, dass das Tor heute noch steht. Wenn wir den Verkehr wieder durchlassen würden, besteht eine echte Gefahr für die Stabilität des Gebäudes. Ich weiß nicht, 1735 ist im August in der Mühlenstraße ein Feuer ausgebrochen. So um 11 rum, also vor dem Mittag. Und auf dem Abend war die Stadt abgebrannt. Und zwar so weit abgebrannt, dass kein bewohnbares Haus mehr in der Stadt war. Die Stadt war in Schutt und Asche gewesen. Ursprünglich waren in der Stadtmauer 52 Wieghäuser. Zwei von diesen 52 Wieghäusern sind umgebaut worden. Eins zum Eulenturm, den wir hier haben, und das andere zum Pulverturm. Der Eulenturm soll ein mittelalterliches Gefängnis gewesen sein, in dem Straftäter untergebracht wurden. Oben drauf weht heute die Fahne der Stadt Templin. Das Templiner Land liegt eingebettet zwischen dem Naturpark Uckermärkische Seen und dem Biosphärenreservat Schorfheide, ungefähr eine Autostunde von Berlin entfernt. Pulverturm hatten die Templiner ihr Schießpulver untergebracht. Und da sie genau wussten, wie gefährlich das Pulver ist und welche Auswirkungen eine Detonation haben kann, haben sie dieses Gebäude mit einer massiven Abdeckung versehen. Deswegen haben wir diese gemauerte Turmspitze da oben und die Öffnung zur Feldseite hin. Sollte es zu einer Detonation kommen, geht die Detonationswelle nach außen weg und lässt die Häuser hier innerhalb der Stadtmauer stehen. Die Franzosen waren hier, die Schweden waren hier, alles das, was im Laufe der Jahrhunderte so an Besatzungsmächten sind hier durchgezogen, haben sich hier niedergelassen.
Templin bietet eine Plattform für Kultureinrichtungen, Vereine und Künstler, die kreative und praktische Projekte verwirklichen und präsentieren. Es gibt engagierte Leute, die die Kultur und besonders die Toleranz in der Stadt aktiv mitgestalten. Eine dieser Einrichtungen, die sich speziell auf Jugendarbeit konzentriert, ist der Jugendkeller. Ja, also wir sind hier am Jugendkeller. Jugendkeller ist eine Einrichtung der evangelischen Kirchengemeinde hier in Templin. Und wir sind eine offene Jugendeinrichtung, machen offene Treffpunktarbeit und Jugendverbandsarbeit. Jugendverbandsarbeit, alles, was evangelische Jugend anbetrifft. Wir haben in der Woche 4 Öffnungszeiten. Einmal trifft sich die junge Gemeinde, auch Konfi-Arbeit ist ja bei uns. Ansonsten kümmern wir uns um Events, also was so Eventarbeit ist. Wir haben Workshops, Graffiti-Workshop, Breakdance. Ich selber bin hier seit 2003 tätig. Vorher gab es den Jugendkeller auch, aber mit einer anderen Struktur. Ich bin hier mit 100% angestellt und wir haben auch noch verschiedene Praktikanten, die hier immer aufschlagen. Eine ganze Menge Homies, also Jugendliche, die größer geworden sind, die hier eine ganze Menge Ehrenamt leisten. Und nicht zu vergessen unser ausgebildeter Erzieher Nico, der auf der geringfügigen Beschäftigungsbasis von 400 Euro hier beschäftigt. Then it's an invitation to my gangster. Was verbindet uns nun mit Templin? Es ist die Leidenschaft zur Natur, zur Stille, die Neugierde an vergangene Zeiten und das beschützende Aufwachsen der nächsten Generationen.